Hallo Piloten und Fliegerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Lord Casio. Nach dem Intro zeige ich euch das erste Video über meine persönliche Ausbildung zum Luftsportgeräteführer. So nennt man auch den Pilotenschein für Ultraleichtflugzeuge. Zuerst ein bisschen über mich. Ich komme aus dem südlichen Münsterland und habe hier so einige Flugplätze hinter mir, aber am schönsten hat mir der in Münstertelchte gefallen, weswegen ich meine Flugsportaktivitäten auch auf diesen Platz konzentriere. Hier am Verkehrslandeplatz Münstertelchte mit dem ICAO-Code Echo Delta Lima Tango ist die Flugschule Funflight angesiedelt. Die Flugschule Funflight habe ich mir als Partner für meine Flugausbildung ausgesucht. Im März 2020 habe ich den Ausbildungsvertrag bei der Flugschule unterschrieben und mich darauf gefreut, dass es jetzt losgehen kann. Leider hat mir jedoch der erste Lockdown einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass ich erst am 29.04.2020 das erste Mal in die Luft konnte und eine kleine Runde bis nach mir zu Hause drehen durfte. Ja, das war schon ein ganz besonderer Augenblick. Vor allen Dingen, ich durfte auch das erste Mal den Stick in die Hand nehmen und das Flugzeug steuern. Das war schon ganz was Besonderes. Aber es gab noch weitere viele spannende Augenblicke, die ich dann irgendwann auch mit einer GoPro mitgefilmt habe. Und davon zeige ich euch jetzt einige Impressionen. Vor jedem Flug wird der einwandfreie und sichere Zustand des Flugzeugs anhand einer Checkliste überprüft. Dann wird der Motor warm laufen gelassen. Bevor es dann über den Taxiway zur Piste geht. Kurz vor der Piste bleibt man noch einmal am sogenannten Rollhalt stehen. Hier werden sämtliche Einstellungen für den Start vorgenommen. Ebenso noch mal einmal ganz kurz die Funktionsfähigkeit der Steuerorgane überprüft. Die Magnetzündung wird ebenfalls überprüft. Und wenn die Piste frei ist, rollt man auf und startet. Das Flugzeug hat einen Motor mit 80 PS Leistung. Zum Starten geben wir Vollgas. Nach einer Startrollstrecke von etwa 105 bis 110 Metern heben wir langsam ab, um über ein 15 Meter Hindernis zu gelangen, benötigen wir eine gesamte Startstrecke von 245 Meter Minimum. Die Reisegeschwindigkeit einer C-42 liegt zwischen 130 und 170 Stundenkilometer. Die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 216 Stundenkilometer. Nach dem Start reihen wir uns in die Platzrunde ein. In diesem Fall haben wir die Platzrunde auch nicht verlassen, sondern nur Start- und Landeübungen gemacht. Im Rahmen meiner gesamten Flugausbildung habe ich über 200 Starts und Landungen gemacht. Ich glaube, so ungefähr 60 Landungen habe ich gebraucht, bis ich so einigermaßen verstanden hatte, wie es geht und zum ersten Mal selbstständig gelandet bin, ohne dass der Fluglehrer eingreifen musste.
Beim Landen setzt man idealerweise zunächst mal mit dem Hauptfahrwerk auf. Das sind die beiden Räder, die hier etwa unter den Tragflächen montiert sind, und hält das Bugrad so lange wie es geht in der Luft. Nach dem Landen wird dann gleich wieder Gas gegeben und auf geht's in die nächste Runde. Das bedeutet, wir fliegen wieder einmal komplett die Platzrunde durch, bis wir am anderen Ende wieder ankommen und die nächste Landung versuchen. Eine Platzrunde dauert in Münster-Telgte so ungefähr 6 Minuten. In dieser Flugstunde sind wir auf 2000 Fuß Höhe über den Platz gestiegen und haben eine sogenannte Ziellandeübung durchgeführt. Das bedeutet, mitten über dem Platz simuliert der Fluglehrer einen Triebwerksausfall, indem er das Gas auf Leerlauf zieht, und der Schüler muss das Flugzeug allein nur mit den Segelfähigkeiten des Flugzeugs sicher zur Landebahn bringen und landen. Bei einer Ziellandeübung entfernt man sich vom Flugplatz, bis man ungefähr die Hälfte der Höhe abgebaut hat, die man ursprünglich hatte. Dann wird das Flugzeug gewendet und man fliegt zurück zur Piste. Im Idealfall kann man wie gewohnt am Anfang der Piste landen. Ungefähr so, wie man das hier gerade sieht. Hättet ihr geglaubt, dass man mit einem Motorflugzeug so gut segeln kann? So gut wie ein Segelflugzeug fliegt es nicht, aber um im Notfall einen vernünftigen Landeplatz zu erreichen, wird es wahrscheinlich gut genug sein. Ganz schön spannend, so eine Flugausbildung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Im nächsten Video, da zeige ich euch dann schon mal die ersten Streckenflüge und vielleicht auch noch mal eine Außenlandung und noch einige andere Dinge. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und drückt die Glocke. Ihr wisst schon.